Jetzt wechseln wir das Schwert. Mal sehen, ob es was bringt. Die erste Muschel bitte. Natürlich eine von hinten, komischerweise. Komm mal her. Also finde ich jetzt nicht unbedingt besser. Feuer wird benötigt, vielleicht Pyromantie, aber so viel besser bin ich jetzt nicht. Ich mache die Muschel jetzt noch so tot und dann wechsle ich gleich wieder auf mein anderes Schwert. Ja, das kriege ich mit dem anderen Schwert besser hin. Nee, das ist Blödsinn. Schade. Jetzt haben wir den ganzen Mist umsonst gemacht. Aber gut, vielleicht können wir dann irgendwann das Feuerlangschwert auf das beste Schwert aufstufen, kriegen noch ein irgendwas dazu. Ein irgendwas. Aber kann man das denn nicht auch noch aufbessern? Ich frage nachher mal André. So, kommt die andere Muschel? Nee? Dann kümmern wir uns um dich. Guck mal, da haben wir schon die Hälfte mit der ersten Stamina-Reihe. Und eben haben wir fast drei gebraucht. Das war totaler Blödsinn, das aufzustufen. Alle grünen Scherben umsonst ausgegeben hier. Aber die können Funkeltitanit und Läuterungssteine droppen. Juhu. Wenn wir eine Muschel nach der anderen machen, dann müsste das doch funktionieren. Bloß wer versichert mir, dass es wirklich immer nur eine Muschel ist, die auf mich zukommt? Feuer wird benötigt. Also ich weiß nicht, ob ich auf sowas jemals nochmal höre. Gut so. Ganz langsam, dass erstmal nur eine Muschel kommt. Okay, wieder zurück. Jetzt hat sie mich gesehen. Liegt immer noch eine Muschel rum. Okay. Loot. Loot, 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 Loot. Nein, kein Loot. Das ist aber auch blöd gemacht mit den Muscheln. Gut, jetzt kommt die. Das habe ich mir schon fast gedacht, obwohl ich bei der anderen schon fast hätte anklopfen können. Okay, komm mit. Oh, ich sehe überhaupt nichts. So schön. Weg mit dir. Geschafft. Sehr nice. Und jetzt nur noch du. Ah, die ist schon agiler. Die dreht sich auch schneller. Ich glaube, die ist auch größer. Und haben die schon immer so eine Zacken drauf gehabt? Oh, ich muss mich heilen, sehe ich gerade. Nein,
Au. Okay, endlich. Es wurde aber auch Zeit. Puh. So, jetzt können wir uns hier mal umsehen. Menschlichkeit? Ich weiß nicht. Ich habe dich noch gar nicht gelootet. Aber ihr habt auch nichts. Nee. Gut. Ich weiß nicht, ob ich hier Menschlichkeit brauche. Ich habe da keine Ahnung von. Achtung vor dir. Flüche. Ja gut, ich habe ja Fluch. Bis Ring an. Aber nochmal heilen. Die sehen böse aus, die da unten stehen. Oder auch nicht. Und damit haben wir ihn rausgelockt. Seth, der Schuppenlose. Wir laufen zu seinem Lebenskristall. Denn nur mit diesem Lebenskristall kann er überleben. Das Schöne ist, wenn er den selber umhaut, dann schwächt er sich damit und ist gestunt. Für eine lange Zeit. Sehr gut. Jetzt ran. Einfach verprügeln. So gut es eben geht. Und nur wenn der Lebenskristall kaputt ist, können wir ihn schnellstmöglich kaputt machen. Oh oh. Trinken. Kann gar nichts sehen. Einfach immer draufhauen, das ist die beste Taktik. Genau, Technik. Draufhauen und heilen. Oh oh, wir sind fast verflucht. Verflucht. Ihr seid gestorben. Und wir sind verflucht gestorben, deswegen... Verflucht sind deine TP halbiert. Befreie dich mit Hilfe eines Heilers aus Anor-Londo oder eines Läuterungssteins, den wir gefunden haben. Nee, der müsste hier mit bei sein. Läuterungsstein. Gut, wieder voll. Ach man, teleportieren. Archiv des Herzogs. Den ganzen Weg noch einmal, aber diesmal lassen wir die Muscheln aus. Seth ist schon da, alles ist gut. Und auf geht's. Dass das da kein Leuchtfeuer gibt, das wundert mich. Das ist ein echt weiter Weg. Und den ganzen Weg mit den Muscheln abzulaufen, ist echt mühsam. Wow. Das kann ich auch. Okay. Wir wissen, wo wir lang müssen. Wir wissen, was wir zu tun haben. Und Seth ist wirklich einer der einfachsten noch. Auch wenn wir so wenig Schaden fahren und kaum vorankommen. Ich muss einfach noch mehr in Stärke investieren. Sonst haben wir einfach keine Chance. Kristallhöhle. Moin. Ja, ist mein Kumpel. Der lässt mich immer durch. Der springt immer über mich hinweg, weil er sich so freut, mich zu sehen. Jumpt er. Seth, der Schuppenlose. Also das ist das, was ich heute unbedingt schaffen möchte, ihn zu besiegen.
auch wenn es lange gedauert hat und eine sehr große Aufnahmeleistung draufgegangen ist, aber das ist mir egal. Wir haben es einfach verdient, ihn jetzt endlich fertig zu machen. Ich hab's verdient, nachdem ich hier auf Level 82, 83 mittlerweile gelevelt habe. Ich möchte meinen Verdienst heute noch abholen. Meinen Gewinn. So, an den Muscheln einfach vorbei. Die sind mir jetzt egal. Da unten ist eh ein Nebel. Au. Wow. Die sind aber stark. Trinken. Und rein, rein, rein. Okay. Los geht's. Hallo, Seth. Schön, dich zu sehen. Gleich seinen Lebenskristall kaputt machen. Oder, das kann er auch selber tun. Dann ist er wenigstens wieder gestunt und dann machen wir etwas anderes. Dann stellen wir uns nämlich hinter ihn. Na komm. Wir laufen links an ihm vorbei. Mach deinen Angriff. Hat er sich verletzt? Ja, ich glaube ja. Oh, ich lebe noch? Ach, du ahnst es nicht. Trinken. Okay. Ist das überhaupt sein Schwanz? Ja, ist es. Bin mir gar nicht so sicher hier. Er hat so viele Tentakel. Ich möchte nur seinen Schwanz abhacken, mehr nicht. Autsch, autsch, autsch. Trinken. Ganz ruhig, lass erstmal Fluch runtergehen. Unsere Fluchresistenz ist am Ende doch nicht so doll. Au. Trinken. Okay. Puh. Bloß nicht anmerken lassen, dass wir irgendwie gestresst sind. Das nutzt er aus. So, jetzt aber. Nein, nicht umdrehen. Ah.
Trinken. Oh, shit. Wir besiegen ihn im nächsten Part. Ich danke euch fürs Ansehen und bis gleich.